unsere Schwinger unterwegs mit Profiathletinnen. Der Remo Käser Verein ist nicht im Schwingen, Fischen und Wandern. Heute macht er Luftgump. Ich habe das Glück, dass sie gesprossen ist. Darum muss ich zuerst an 5 Meter. Remo Käser könnte der Gewinner sein aus dieser Pause. Er hat eine Saison zum Vergessen gehabt. Die Eidgenössisch am Samstag müssen aufgeben. Er wird den oder anderen hinge Fragen aus dem Umfeld umstellen. Das macht er hochprofessionell. Und ich bin überzeugt, gerade das Jahr kann ihm gut tun. Und dass er im 21 der Schwinger ist, der er vielleicht im 16 war, in Estabaye. Heute steht eine Mutprobe an beim Remo, der Sprung ab dem 10 Meter. Und Tipps gibt es von Michelle Heimberg. Sie ist Mitglied im Olympiakader und mehrfache Schweizer Meisterin. Der EM im 2017 ist sie zweit geworden. Ja, Remo, wenn man dich auf den sozialen Medien verfolgt, sieht man, du bist auch ohne Schwingfest sehr aktiv. Wandern mit Fans oder auf dem Schiff mit dem Schenkpad und fischen. Heute wartet jetzt hier eine neue Challenge: Wasserspringen. Das ist so, ja. Bei mir ist es schon eine Zeit her. Ich bin das letzte Mal wahrscheinlich vor gut 8 Jahren. Ich bin aber noch im Sportcamp in Tenero. Und dort sind wir mal von der Felsengumpen, das war relativ hoch. Wie hoch genau, weiss ich nicht mehr. Aber ja, es ist eine Zeit her, dann sicher noch etwas mutiger als heute. Aber ich bin jetzt gespannt, was mir erwartet von dir. Sehr, und noch ganz schnell, du hast ja auch ein Souvenir von diesem Wasserspringen, gell? Eine Narbe, die geblieben ist. Ja, das ist es so. Ich habe an meinem Schirnbein eine kleine Narbe, einmal einen Auerbach, so sagt man dann, probiert. Dafür ein Säckchen, hinter sein Auto probierst. Und dann leider ein Brett angeschlagen. Und ja, das ist jetzt eben auch gut 8 Jahre her und seitdem ist die Narbe bestanden. Eine weitere Narbe könnte es heute geben. Ziel ist ein Rückwärtssalto ab dem 10 Meter. Aber eins nach dem anderen, wir sind auf dem 1 Meter ein bisschen einwärmen. Du musst zuerst mal ein bisschen federn, also springen und nachher kommst du vorwärts. Ist kalt! Gut, einer hat er im Griff, der wartet eben zu 3 Meter und wenn schon, dann schon, gerade ein Köpfler. Aber ja, den kann man schon noch ein bisschen schöner machen. Du musst auch da schauen, dass du wieder mehr vorne schaust, dass du nicht überdrehst. Hat er gesagt? Ja, genau. Ich kann auch umspringen. Weiss nicht. Tipp bekommen, Tipp wunderbar umgesetzt. Unser Remo scheint ein Naturtalent zu sein. Willst du aufhören oder willst du nein? Also komm, drauf. Also. Mal einfach runterkommen. Das ist gut. Okay, ja, wenn ihm der Mut gepackt, dann kann man direkt die 10 Meter ansteuern und 5 Meter links liegen. Ich habe das Glück, dass sie gesprossen ist. Darum muss ich zuerst an 5 Meter. Das ist schon recht hoch. Also ja, andere würden einfach mal ständig sehen, aber der Remo natürlich nicht. Oh Mann, das tut mir irgendwie selber weh. Das ist krass, der kommt und macht einfach. Ja, also wirklich, überlegt nicht, steht dann und macht es. Also ist schon noch... Das macht nicht jeder. Nein, überhaupt nicht. Also vor allem mit 5 Meter ist er schon höher und der steht einfach und macht es. Also. Aber wir haben gesagt, du kommst und machst einfach, du überlegst nicht viel. Nein, ich muss probieren. Ja, der Profi nennt man den. Ich bin mir kein Seich. Hast du schon mal einen richtigen Blättler schon gemacht, ab 15 Meter? Ja, das hat sicher schon gegeben, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Und ja, ich habe im Schwingen auch schon einen Unfall gemacht. Wegen dem gehe ich auch nicht schwingen, oder? Und darum. Das ist so. Und du, Michel, hast du schon Blättler gemacht? Ich habe ihn auch schon gemacht. Ja, ich hatte schon von 3 Metern schon blaue Augen. Also vom Aufschlag? Ja, vom Aufschlag, einfach vom Wasser, ja. Ja, dann schauen wir, wie du dann aussiehst. Ich hoffe es nicht. Anfangen zu schauen. Jetzt kribbelt es vielleicht gleich ein bisschen. Du bist jetzt null nervös. Nein, ich bin sicher nervös. Ich gehe jetzt einfach. Käser kennt schon nichts. Der wartet halt den Rückwärtssalto ab dem 10 Meter. Und dort wird es ja dann wohl ein bisschen kribbeln. Gewinnt eine Einladung für 2 Personen an Weihnachtszauber.
ein Highlight mit hochkarätigen Comedians, die für euch ein Feuerwerk herzaubern. Dazu Fondue Chinoise in einer gemütlichen, weihnachtlichen Stimmung. Auf der Schau im Schweizer Volksmusikzentrum. Schreibt ein Mail mit euren Koordinaten an wettbewerb@telebern.ch. Es ist schon hoch. Du musst einfach schauen, dass du nicht zu fest abkommst. Dann hast du jetzt viel Rotation und sonst einfach fallen lassen. Und nachher, wenn das Wasser ist, dann wieder strecken. Das ist einfach krass. Jetzt hast du den Eindruck gemacht. Ja, merci. Sehr gut gewesen. Sogar noch eine halbe Schraube mehr eingebaut. Ja, ich habe es gemerkt. Ich habe Luft. Das eine ist das Coolste. Cool, hast du gemacht? Wirklich die Challenge erfüllt, würde ich sagen. Mehr als erfüllt. Bist du früher auch schon so ein bisschen der, der in den Bad rein mit Modi beeindruckt, mit Arschbömbeln und voll reinkommt und so? Nein, ich muss dich enttäuschen. Wir haben in unserem Bad nicht mal Sprungbrett, nicht mal 1 Meter. Und darum haben wir mit dem dort sicher nicht können pumpen. Dafür heute umso mehr, gell, Michel? Guck sie, ja. Gibt es etwas, was du nicht so viel kannst? Das ist eine schwierige Frage. Das ist eine Bewerbung, auch vorschreiben, aber es ist auch schwierig, etwas rauszukommen. Ich bin nicht geduldig. Die Kollegen sagen mir, sie sind sehr ungeduldig. Und wenn ich etwas machen möchte und es nicht so kommt, oder jemandem anders sagen, ob er das machen kann, und dann läuft es, wie ich mir wünsche, dann würde ich sehr schnell auf die Nadel. Ja. Ja, ich würde sagen, hier hat sich auch die Eigenschaft gelohnt, sonst hättest du dich vielleicht gar nicht getraut. Machen und darauf lassen. Darum würde ich sagen, gehst du auch nochmal? Ja, jetzt habe ich noch Krafttraining raus. Dann noch weiter auf Bern, wo wir noch ein bisschen werden powern. Darum habe vielleicht ein anderes Mal. Und sonst die Daumen drücken. Danke. Merci euch beiden fürs Mitmachen. Dankeschön. Und nächste Woche wartet ein weiteres Sportabenteuer. 10 Meter ist es nicht mehr, das ist mehr als erfüllt. Wir sind gespannt, welches es ist. Und es gibt noch mehr von dem. Hier geht es direkt zur nächsten Sendung. Da gibt es alle Ausgaben von Weiberhaken. Und bitte noch unseren YouTube-Kanal von Telebern abonnieren und natürlich nicht vergessen, uns auf Instagram und auf Facebook zu folgen.